Wenn man auf Amazon nach dem Begriff Faxmodem sucht, bekommt man immer noch Suchergebnisse und es werden dort immer noch Produkte vertrieben. Ganz prominent zum Beispiel das Teil von StarTech oder hier unten gibt es auch ein Teil von US Robotics. Das von US Robotics, das nenne ich aktuell mein eigen und auf diesem Gerät basiert dann auch dieses Video. Für was sollte man denn heute noch ein Einwahlmodem benutzen? Naja, der Hintergrund ist der, dass Windows bis Windows 11 einschließlich eine Faxfunktion integriert hat und kann sowohl Faxe senden als auch empfangen. Und wenn ihr glaubt, ihr habt diese Faxfunktion noch nie gesehen, dann belehre ich euch nach dem Intro eines Besseren. Ich bin jetzt hier in Windows 11 und tatsächlich in Windows 11 ist diese Faxfunktion immer noch integriert. Ich finde dieses US Robotics Modem ganz spannend, denn da gibt es auch immer noch eine Webseite und es gibt immer noch Treiber zum Download hier für Windows 10 zum Beispiel. Die konnte ich jetzt auch problemlos auf Windows 11 installieren. Wenn man das Ganze installiert hat, muss man eigentlich nichts weiter tun, als hier das Startmenü zu öffnen und nach Fax zu suchen. Und dann findet ihr das Teil hier, das heißt Windows Fax und Scan. Das sagt euch vielleicht schon mal deshalb was, weil ihr damit mal was gescannt habt. Aber selbst wenn ihr das noch nicht gesehen habt, eine Sache habt ihr bestimmt gesehen, nämlich wenn ich jetzt hier mal die Druckfunktion des Browsers öffne. Und hier gibt es seit Jahren einfach einen Drucker, der heißt Fax. Einfach so, nichts davor, nichts dahinter. Und das ist genau der Faxdrucker. Bevor wir den verwenden können, gehen wir aber mal in das Faxmenü von Windows, also hier einmal draufklicken. Und ja, die 90er haben angerufen, wollten eigentlich ihr Interface zurück, als sie es dann gesehen haben, wollten sie es doch nicht mehr haben. Denn diese Einrichtung ist echt, also ich weiß nicht, war das immer schon so schlimm damals mit User Experience oder ist das wirklich hier diese Microsoft-Erfahrung, die man hier haben muss oder kann? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich muss jetzt hier ein Faxkonto anlegen, sonst kann ich hier gar nichts machen. Das sieht so aus, als könnte ich hier nichts machen. Jetzt passt mal auf. So, jetzt kann ich nämlich einfach mit meiner Fritzbox ein Fax an Windows schicken. Diese Nummer, die ihr hier seht, ist auf das Faxmodem konfiguriert. Das Faxmodem wird ja im Prinzip an der Fritzbox wie ein Telefon angeschlossen. Man steckt also den TAE-Stecker rein und konfiguriert den Port für eine Nummer. Und das ist genau die Nummer, an der jetzt das Modem hängt. Und ich würde mal sagen, wir senden jetzt mal das Fax und gucken mal, was hier im Fax-Center passiert. Erstmal klingelt hier was und ich habe schon eingestellt, dass Anrufe direkt angenommen werden, wenn hier was reinkommt. Und hier steht jetzt, Fax wird empfangen. So, das Fax ist jetzt eigentlich empfangen. Woher weiß ich das? Na, zum einen sagt mir die Fritzbox, dass der Sendevorgang abgeschlossen ist. Und zum anderen, wenn ich hier reinschaue, auch jetzt hat er das Ding wieder in den Hintergrund geschoben, ich werde wahnsinnig. Hier habe ich ja noch dieses Fenster offen. Wenn ich jetzt hier mal auf Details anzeigen gehe, dann finde ich, das Fax wurde erfolgreich empfangen. Ja, da freuen wir uns. Aber warum ist jetzt dieses Fenster noch offen? Ja, da steht ja Anruf annehmen. Da könnte man ja meinen, man bekommt gerade einen Anruf und soll den annehmen. Denn so funktioniert das, wenn ich nicht die automatische Anrufannahme aktiviert habe. Es gibt aber keinen Anruf. Ich weiß nicht, warum dieses Fenster hier offen bleibt. Ich weiß nicht, warum hier überprüfen Sie den Faxstatus steht. Und ich weiß auch nicht, warum hier irgendwas von bereit zum Senden oder Empfangen eines Faxes steht. Das ist der immer, egal ob dieses Fenster jetzt offen ist oder nicht. Gut, also das können wir ignorieren, ist die Kurzversion. Die Langversion ist, dass ich hier überhaupt kein Fax empfangen habe. Ja, hier ist doch eins. Naja, das ist irgendwie von der Installation oder sowas. Das ist nur dieses Testteil von Microsoft, nicht das, was ich gerade geschickt habe. Also ich bin bei der Suche fast verzweifelt. Es gibt hier auch einen Fax-Ordner und da könnte man ja auch meinen, liegt im Posteingang was, aber da liegt auch nur das. Es ist einfach zum Verrücktwerden. Was ist jetzt der Cheat, um hier an das Fax zu kommen? Weil Empfang haben wir es ja offensichtlich. Dazu gehe ich auf Extras und Fax-Konten. Auf hinzufügen und sag hier einfach Verbindung mit einem Faxmodem herstellen. Der Name ist im Prinzip egal und hier wähle ich dann wieder die automatische Anrufannahme. So, das war's. Und jetzt auf einmal sehe ich im Posteingang meine ganzen Faxe. Das sind die zwei, die ich vorhin getestet habe. Und das dritte ist das, das ihr jetzt mit mir zusammen gesehen habt.
Na, ich schicke ein Fax in Windows, Text 123. Das ist also tatsächlich da angekommen. Was ich wiederum nicht verstehe, ist, warum ich hier diese gleiche Ordnerstruktur habe, also Fax und Posteingang. Und da liegt da nichts drin, obwohl ich die empfangen habe. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo Windows meint, diese Teile speichern zu müssen, ob er die überhaupt gespeichert hat oder ob ich die erst mit Speichern unter überhaupt zum Speichern bekomme. Wenn ich jetzt also das Fax hier rauskratzen will, wäre mein Tipp einfach mal STRG P zu drücken. Ne, das geht natürlich auch wieder nicht. Rechtsklick drucken machen wir und dann können wir das Ganze einfach Microsoft Print to PDF machen oder mit jedem beliebigen anderen PDF-Drucker und dann habe ich das auch in einem vernünftigen Format, nämlich als PDF abgespeichert. Das habe ich jetzt hier hingelegt und kann das jetzt hier im Firefox mit meinem PDF-Viewer anschauen. Es gibt zusätzlich natürlich noch die Funktion zu sagen, wir speichern das Ganze, dann wird das aber als TIFF gespeichert, das ist halt ja das Fax-Format, aber ist nicht so verbreitet und man wird wahrscheinlich komisch angeguckt, wenn man das irgendwo vorlegt. Und ich muss eh in diesen Speichern-Dialog, da kann ich auch gleich hier Rechtsklick sagen und drucken und mache dann halt direkten Druck als PDF. Jetzt haben wir gelernt, wie wir Faxe mit Windows empfangen können, aber wir wollen natürlich auch Faxe versenden und das geht mit dem Drucker, den ich vorhin gezeigt hatte. Dazu gehe ich jetzt hier einfach mal wieder zurück auf die US Robotics Webseite, drücke auf Drucken, in meinem Fall STRG P und hier kann ich einfach als Drucker das Fax auswählen und auf Drucken klicken. Und hier kann ich jetzt eine Telefonnummer eingeben, einen Betreff und einen Inhalt. Und dieses TIFF ist halt genau die Webseite. Also hier einfach der Inhalt. Ich würde sagen, wir geben mal unsere Faxnummer ein. Ich prüfe das nochmal, aber das ist normalerweise die Faxnummer der Fritzbox bei mir. Also hier die 925 am Ende sollte jetzt hier auch entsprechend meine Faxnummer sein. Und dann würde ich das Ganze doch mal senden. Und das dauert schon zu lang. Also jetzt habe ich Glück, ich habe im Prinzip das gleiche nochmal gemacht und jetzt scheint der Faxversand zu funktionieren. Was jetzt vorhin gescheitert ist, kann ich gar nicht genau sagen, aber mit einer Wiederholung hat es dann auf jeden Fall geklappt. Ich glaube, man kann da auch automatische Wahlwiederholung einstellen. Also der macht das im Zweifel dann auch einfach regelmäßig im Hintergrund. So, das Senden war jetzt erfolgreich. Blöderweise bleibt dieser Fax-Status-Monitor jetzt hier immer noch offen. Ich breche den jetzt einfach mal ab. Was ist jetzt also mein Fazit zu dem Ganzen? Wenn man Faxe versenden möchte, kann man die Fritzbox benutzen. Die hat aber den großen Nachteil, dass ich die nur mit sehr viel Mühe als Faxdrucker installieren kann. Das geht hier deutlich einfacher, das ist einfach die integrierte Funktion. Ich muss, wenn ich es einmal eingerichtet habe, nur noch die Telefonnummer eingeben und das Fax wird dann versendet. Das ist erstmal an sich komfortabel. Problem ist aber die Software an sich. Zum Beispiel möchte ich Faxe empfangen, muss offensichtlich ja der Computer laufen. Es gibt zwar Faxmodems, die irgendwie noch so einen Puffer integriert haben, also die Faxe empfangen können, wenn der Computer abgeschaltet ist. Da dieses Modell von US Robotics allerdings über USB seinen Strom bekommt, ist das hier sowieso physikalisch schon mal nicht gegeben, da das Modem einfach abgeschaltet, wenn der Computer aus ist. Also für den Faxempfang würde ich einfach die Fritzbox empfehlen. Die macht aus dem Fax ein PDF und schickt es an irgendeine Mailadresse. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Zum Faxversand ist das Ding hier durchaus zu gebrauchen. Vielleicht hat man ja eh noch ein Modem im Keller liegen, das hat eine Faxfunktion und das kann ich mit einem USB-Adapter ganz einfach an meinen PC verbinden und dann könnte ich zum Versenden zumindest diese Funktion nutzen.
Diese Fax-Software hier von Windows, die will man wirklich nur beim Versenden einmal benutzen und dieses Fax möchte man auch möglichst dann hier gleich rauskratzen, irgendwie als PDF speichern oder notfalls als TIFF speichern. Hier drin komme ich überhaupt nicht zurecht. Vor allem, was ich jetzt auch noch mal zeigen wollte, ich habe ja das Fax jetzt mit der Fritzbox empfangen. Wir schauen uns mal an, wie das aussieht. So, das ist jetzt das empfangene Fax. Da steht jetzt hier Text 123, den hatte ich ja auch eingegeben. Und dann kommt im Anschluss direkt das von US Robotics, die Seite, soweit so gut. Wer aber aufgepasst hat, der weiß, dass ich nicht nur Text 123 eingegeben habe, sondern auch einen Betreff. Ich hätte ja erwartet, dass das mitgeschickt wird, der Betreff scheint aber wirklich hier nur dafür gedacht zu sein, dass ich das Ganze hier wieder finden kann, denn das findet sich dann einfach wieder unter Das ist ein Betreff, bei Betreff, aber nicht als Inhalt des Faxes. Was ich ein bisschen kurios finde, muss man halt einfach im Hinterkopf behalten. Ansonsten, zum Verschicken geht das völlig in Ordnung. Es gibt auch Alternativen dazu, da hatte ich schon mehrere Videos zu gemacht. Aber wenn man sowieso ein Modem hat, ist das ja eine kostengünstige Alternative. Festnetzflat hat man eh. Ja, und jetzt passiert genau das, was ich vorhin gesagt hatte. Das eine Fax hat es ja abgebrochen und das hat jetzt hier drei Wählvorgänge noch vor sich. Das breche ich jetzt einfach ab. Also der wiederholt das Ganze im Hintergrund. Schön finde ich, dass er sich hier auch einfach den Fokus nimmt. Hintergrund ist da nämlich auch ein bisschen zu viel gesagt schon wieder. Also wenn man viel Faxe verschickt, ist das nicht die optimalste Lösung, da habe ich schon andere bessere vorgestellt, aber so für den Heimgebrauch, um mal irgendwie eine Behörde einen Fax zu schicken, keine Ahnung, eine Kündigung an Vodafone, dafür ist das dann wirklich zu gebrauchen. Für den häufigeren Gebrauch würde ich irgendwie was anderes empfehlen und nicht die Software von Windows.